Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wieder mit Kaylin. Hallo. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe, glaube ich, ein Level-Up gehabt, oder? Nee, doch nicht. Nö. Hast du vielleicht geirrt, aber es dürfte aber gleich wieder so weit sein. Nämlich bei mir zumindest. Ja gut, wie gesagt, du warst ungefähr zwei Level vor mir. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob du die Briefe im Schreibtisch auch schon gesehen hast. Ja, die habe ich schon rausgeholt. Okay, perfekt. Na gut, dann hören wir uns mal die letzten Worte an. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Hätte ich gewusst, ich hätte niemals. Aber jetzt ist es zu spät. Oder? Aber vielleicht kann ich helfen. Du, der du das hörst, wer auch immer du bist, du kannst den Virus nicht aufhalten. Aber du kannst dein Foto auf eine Positivliste der Software setzen. Dann hättest du wenigstens die Möglichkeit, in der Stadt zu leben. Okay, dann schauen wir mal in das Büro. Allerdings ist hier noch was. Operation Freies Watuga. Es ist erledigt. Ich habe den Übertragungssequenzer zerstört, damit niemand die Maschinen aus der Ferne umkonfigurieren kann. Außerdem habe ich auf den Update-Terminals in der ganzen Anlage Softwarefehler eingebaut. Die einzige Maschine, die noch Updates erstellen kann, befindet sich jetzt in meinem Büro. Ich habe mein Terminal gesperrt und einen kleinen Zusatz für die Markenzugangssoftware des Gebäudes geschrieben, um zu verhindern, dass jemand mit einer anderen Marke als meiner das Büro betritt. Sie werden keine Hilfe von irgendjemand anderem erhalten können. Nur ich werde die Mittel haben, um sie zu erlösen. Schon bald werden sie aus ihren Elfenbeinterminen absteigen und mich anbetteln, es aufhören zu lassen. Und wenn das geschieht, werde ich jeden von ihnen meinen Eignungsbericht Anwohnerbewerbung ausfüllen lassen. Danach werde ich jeden einzelnen von ihnen ablehnen. Mal sehen, wie ihnen das gefällt. Wenn man beurteilt wird, wenn man ausgesperrt in der Kälte steht. Ich glaube, er war ein wenig verrückt. So, mein liebes Terminal. War besser verrückt und alles absichern, als verrückt sein und mega angreifbar zu sein. Ja. Was sind denn Nachrichten? Turner, wo zum Teufel sind Sie? Ich weiß, wie verrückt das auf der Welt zugeht, aber wir brauchen Sie hier. Bitte, wenn Sie das lesen, melden Sie sich. Jetzt kilometerweit der sicherste Ort. Auf jeden Fall sicherer als in dieser rostigen Blechdose, die Sie Ihr Zuhause nennen. Der Joker ist was gehörig schief gelaufen. Alle Roboter sind außer Betrieb gegangen oder, falls man diesen ungeheuerlichen Berichten glauben kann, durchgedreht und töten die Leute. Es sind nicht nur unsere Bots, sondern alle. Irgendwas stimmt also mit den allgemeinen Steuerprotokollen nicht. Wir schaffen es aber nicht, zu früheren Aktualisierungen zurückzukehren. Ja. So, dann gehe ich mal die anderen noch schnell durch. Die Volkspartei. Ja, genau. Das ist das mit dem... Das freie Patoga. Watuga. Warte mal. Ja, ich dachte, das wäre hier gerade so eine Monty Python-Anspielung. Gut, Safe ist ja auch schon offen. Okay. Da. Ich glaube, dann haben wir hier tatsächlich alles. Ich glaube, wir haben alles gelootet, was geht, ja. Mhm. Oder auch gelesen, was geht. Genau. Ach, da oben ist das. Das ist gar nicht wieder. Okay, dann müssen wir jetzt nach Norden. Ah, dann müssen wir wieder zur Stadt zurück.
Von der Suche des Arbeitskriminellen des Motors. Mhm, genau. Beziehungsweise von Scott, glaube ich, hieß er. Scott Turner. Hieß er echt Turner? Mhm. Okay, die Nachnamen entfallen mir relativ schnell. Aber Scott wusste ich noch. Genauso wie ich wusste... Ah, nee. Doch. Leon aus Resident Evil heißt, glaube ich, auch Scott, ne? Leon Scott Kennedy. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich hab's gegoogelt mal. Ja. Kann aber tatsächlich sein. Auf jeden Fall wird er immer Leon S. Kennedy genannt. Mhm. Und das wurde er früher immer. Kuchen. Aber hier ist irgendwas unterwegs. Mhm. Oh, vielleicht diese Maulwurfsratte? Ach, natürlich bist du nicht alleine gewesen. Oh, ich bin krank. Hast du jetzt ein Heilmittel? Ja. Okay. Zu Beginn waren die auch eine riesen Rarität. Ja. Wieder Lumpenhut, sehr gut. Perfekt. Für die leuchtende Todeskralle. Das war keine Todeskralle, die ich gerade getötet habe. What? Als ob du jetzt einen Erfolg für eine Todeskralle bekommen hast. Doch. Wahrscheinlich leuchtende haben's schwer. Leuchtende Tiere. Ja, stimmt. Ich würde es echt mal feiern, wenn ich in so einen Kassenautomaten reingucke und da irgendwie so einen Notizzettel oder so finden würde. So ein kleines Gimmick einfach nur. Mm. Da ist halt irgendwie immer nur Geld drinnen in der Kasse. Ist halt echt nur Geld, leider. Richtung Norden, ne? Ich glaub, Moment, ich hau mir gerade noch das Heilmittel rein. Hier drinnen ist ein Holoband. Ah, gut. Im Häuschen. Ich habe noch nichts gelootet. Dann schauen wir doch mal. Direkt hier. Wohin jetzt? Abbruchreif. Was haben Sie behauptet? 5 Generationen haben hier in diesem Haus gelebt und nun will die Regierung, meine Regierung, es uns wegnehmen. Ich fragte den Agent, was sie damit vorhaben. Und weißt du, was er gesagt hat? Ich soll einfach eine Wohnung in Watoga kaufen. Soll das nicht die Stadt der Zukunft sein? Dann hat er mich angegrinst und gelacht. Wir werden ja sehen, wer zuletzt lacht, wenn sie mich hier rauszerren müssen. Dönermesser. Schießkebab. Mechanikeranzug, aber hier war eigentlich ganz schön was los, glaube ich, in der Stadt. Mhm. Ich glaube auch, dass man sich ihn hier, genau jetzt hier, irgendwie dumm und dämlich suchen kann. Ja, auf jeden Fall. Und Kleinigkeiten über Kleinigkeiten. So, das muss man aber echt, meiner Meinung nach, Fallout echt zugute halten, dass sie irgendwie das Spiel nicht leer gestaltet haben. Genau, ja. Nee, wie gesagt, also so Level-Design und Map-Design können sie ja. Ja. Das stimmt, das stimmt. Das Problem ist halt nur, dass bei der Größe halt eben auch das Ganze nicht so wirklich rund läuft. Ja, das stimmt auch leider. Okay, glaube ich, brauchen wir nicht schleichen. Oh doch. Ja. Vorne ist was. Ah, nein. Du bist das. Natürlich habe ich getroffen. Kann dich trotzdem noch sehen. Aua. Au. Au. Was hat
gute Nacht. Perfekt. Keine Stimpacks mehr? Soll ich dir welche droppen? Nee, das. Geht das jetzt schon los? Im Heil meine ich. Scheinbar habe ich tatsächlich keine Stimpacks mehr. Warte mal, vielleicht habe ich noch welche, dann kann ich dir welche abgeben. Nö, ich glaube, es geht auch. Ich heile mich jetzt erstmal mit Essen hoch. Ich habe zwei. Ja. Abschlussbescheid. Gut, der hat hier auch einen Unfall gebaut, der Busfahrer. Wer weiß, wer weiß. Oh, muss was trinken. Ja, den hatte ich aber schon. Ja, warte. Ja, passt. Oh, perfekt. Okay. So, hier war das jetzt ja, glaube ich, oder? Das Gebäude hier, glaube ich. Ja, genau. Würden wir direkt drauf zugehen, wenn wir möchten. Mhm. Das ist auch wieder ein riesiges Gebäude, wo wir 15 Folgen verbrauchen. Ja, werden. Ja, wahrscheinlich. Oh. Festhängen? Du musst es jetzt noch raus. Okay. Das ist dumm. Linker Kopf, Red Hirsch. Der wird von irgendwas angegriffen. Oh. Ah, von Hunden. Wolf. Der Wolf. Oh. Okay, wir greifen an. Der Essen. Na, doch nicht. Aber der Red hier schon, oder? Nee, nicht mal. Ja, nee, der hatte nämlich nichts. Gut, der hat sogar meine zwei Schuss wieder zurückgekriegt, die ich da reingefeuert habe. Ist praktisch, das ist praktisch. Mhm. Ah, okay, das ist nicht. Der Player Base. Ah. Aber könnte ich eventuell kurz die Stellung benutzen? Nur um zu gucken, ob ich vielleicht ein weiteres Teil herstellen kann. Ich klaue jetzt mal einfach das Zeug hier raus. Hast du jetzt nicht ein Kopfgeld bekommen? Nö. Oh. Aber das Haus hier drin sieht ziemlich cool aus. Das hat er ganz fresh gemacht, das muss man ihm lassen. Hm. Eine Stufe 3, ja genau. Ich glaube Level 42 oder so kriegt man dann den Skill. Hm? Guck mal, wer hier drinnen ist. Ah. Ich hab mich über die Werkbank reingepackt. Ja. Stimmt. Es geht also noch. Ah, hier ist eine Lagerkiste. Perfekt. Mhm. Ah. Aber ich könnte mal die Dings hier noch reinpacken. Aber ja, komm. Stimmt. Das geht halt tatsächlich immer noch. Aber wir kommen jetzt nicht mehr raus. Schnellreisen halt. Ja, das. Warte. Dass ich jetzt schon fertig bin. Ich schnellreise mal zu dir. Ja, du bist zu nah, natürlich. Ah. Warum hat er nicht ein Fenster offen lassen? Ja, vielleicht ganz hier oben irgendwie raus.
Ich hätte nichts gesehen gerade. Schöne Betten. Das ist wahr. Oh! Passt einfach durchs Fenster durch beim Bett. Sehr gut. Ja, deine Türen bringen dir hier wohl gar nichts. Ja, das ist also von daher, wenn ihr absperrt, guckt, dass ihr keine Werkbänke in der Nähe stehen habt. Oh, Ghule. Und Supermutanten. Mutantenhunde. Nein, bleib liegen. So, der eine ist weg. Ja, passt. Aber irgendwas schwirrt hier noch rum. Hundefleisch. Lecker Hundefleisch. Hast du schon mal irgendwas Exotisches gegessen? Hund zum Beispiel? Echt jetzt? Nee, wir hatten ihn allerdings im Kühlschrank. Schlange habe ich mal gegessen, das war so. Als wir in Vietnam waren damals. Also wir hatten nämlich tatsächlich vor, da hatte uns dann auch einer von Vietnamesen hatte dann einen Hund mitgebracht. Allerdings war das halt bei uns direkt nach dem Frühstück, da haben wir dann keinen Hunger mehr gehabt. Okay. Kein Hunger mehr oder? Nee, ich hätte es tatsächlich probiert. Nee, ich hätte es tatsächlich gern probiert. Ja, ich auch irgendwie. Schlange war halt auch ganz interessant. Hat halt sehr nach Geflügel geschmeckt. Das hört man ja öfters, dass Sachen nach Geflügel schmecken soll. Ja. Aber ich frage mich da immer, ob das eventuell einfach nur das Vorurteil oder das Gefühl ist, damit so viel das nach Geflügel schmeckt, was dann den Kopf irgendwie schon sagt, so hey, ja, das soll nach Geflügel schmecken. Das kann natürlich sein. Aber da könnte man sich auch so ewig weit aufhängen. Ölkanister. Ja, du Eimer. Letztes Mal hier treffen wir jetzt auf sehr viele Supermutanten. Ja, das kann tatsächlich gut sein. Wechsel dann schon mal auf die Shotgun. Klopf, das klopf. Das hat man hier ja relativ häufig, so bei so großen Gebäuden. Ja, für mich ist es ganz praktisch, weil ich dann wieder Munition krieg. Für was genau? Fürs Scharfschützengewehr. Ach so, ja, für mich ja eh auch. Brauche ich ja auch, aber ich hab vorhin genug hergestellt wieder. Mhm. Achso, boah. Robco Centers könnte natürlich gut sein, dass es hier dann Dings gibt. Roboter. Naja, willkommen. Ja, aber ich höre hier hinten schon Ghoul und so. Mhm. Beziehungsweise sind Ghouls, sehe ich hier sogar schon. Aber hier fliegt ist ein Mr. Handy, halt eine Statue. Ja. Und ein Augenbot auch. Oh. Achso. Komm, dann habe ich nicht reingeguckt, noch nicht. Ja. Muss mehr in der Hocke bleiben. Ja. Hier kein grünes Zeug. Da möchte jemand grünes Zeug haben. Diese Drogen. Hier. Oder er sucht seinen Freund. Alles voll mit Drogen. Ah, es ist mal ein guter Ghoul. Rumkorken und Klebeband. Ja. Kuchen. Och. Kaffeekanne? Ich sein Schatz.
stärkster, stärkster Supermutant. Das ist doch schön, der hat zumindest keine Selbstwertprobleme. Ach, auch nicht bekommen. Langsam gebe ich die Hoffnung mit dem Kuchen auf. Ja, wie gesagt, ich glaube, 1 zu 100.000 oder 1 Million, die ist halt sehr, sehr gering, die Chance, dass du den kriegst. Ich glaube, ich gucke tatsächlich mal genau nach. So. Ja. Weil das ist ja eine Vermutung, glaube ich, jetzt die Zahl ungefähr. Ne? Genau. Wenn ich mich nicht irre, gucke ich dann mal nach, weil das interessiert mich jetzt richtig. Kannst du jetzt nebenher mal gucken? Ah, Mist. Für 3. Ja, nicht während der Aufnahme, wer weiß, was da passiert. Ah. Kommst du jetzt nicht durch die Tür? Ah, voll. Ich schieß 2-mal drauf und 3-mal daneben, so ungefähr. Mit Lifetime oder mit Watz? Mit Watz. Ich habe 2-mal daneben geschossen, ja. Sogar bei 89. Ja, auch diese Verzögerung, dass du halt so eine Sekunde braucht, um das halt anzuzeigen, die Prozent. Und du halt, wenn du früher schießt, halt eben 0% Chance hast. Ja, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Freezes wirklich zugenommen haben mittlerweile von dem Spiel. Also, dass es halt wirklich mal für ein paar Sekunden wirklich bei mir stillsteht. Ah, okay, das hatte ich nie. Ich meine, ich hatte den einen Absturz jetzt, ein paar. Aber das war der erste wieder seit längerer Zeit tatsächlich. Das Problem von jemand. Mir. Ja, vor dir war auch gerade einer. Ah, da läuft einer. Auf der Nordseite von dir gerade. Achso. Ah, ja, du bist schon rein. Okay, dann gehe ich da fast mal nach. Ja, das ist es auch, glaube ich, schon. Hierher, Mensch. Am Leckerli für dich. So, Bild gescannt. Wissenschaftliche Menschen. Ja. Zack, zack. Ich nehme gerade die Nachrichten nochmal durch. Jetzt können wir auch wieder zurück, sehe ich gerade. Wir können hier noch ein bisschen weiter uns umschauen. Wer weiß, was hier noch alles abgeht. Ja. Wenn sich auch ein paar aufregen dafür, dass das System dann nicht mehr funktioniert hat. Ja. So, bringe. Stimmt, genau. Das Viren-Holoband haben wir jetzt. Okay, der ist gerade auf der anderen Seite, das heißt, wir können raus. Ah. Oh, perfekt. Ja, ich habe meinen kritischen mal ausgenutzt. Ah, noch perfekter. Ja, mit 89 treffe ich vorhin nicht, aber mit 50 dann auf einmal schon. Ja, ja. Ne? Das Ding mit den Wahrscheinlichkeiten. Mit den Chancen mehr, weniger Wahrscheinlichkeiten. Über uns? Oder irgendwo unten stapft vielleicht noch jemand rum. Ja. Wo ist denn jetzt der andere da? Ja, ich glaube, dass der hier im Lagerraum herumstapft. Mhm. Ja, da ist er. Da war er. Ja. Britischer. Wenn man halt Crit trifft, ist es halt doch schon einfach nur wunderbar. Ja. Bunkhaken. Ohrzange. Munition. Ganz wichtig, gemütliches Kissen.
Sehr schön. Noch so ein Chemikalien. Aber du hast ja mittlerweile auch wieder einen funktionieren, also einen ganzen Chemikalien-Schutzanzug, oder? Hier wäre nämlich noch einer. Glaube nicht, aber ich glaube, ich nehme eher mal mit. Könnte nicht schaden. Oh, Holoband. Na komm. Achso. Also bin ich im Weg. Ja. Es ist dem Vorstand zu Ohren gekommen, dass sie versuchen, dem Projekt die Stimme Watogas, die Stimme und Persönlichkeit ihrer verstorbenen Mutter zu verleihen. Mir ist bewusst, dass sie sich nahestanden. Ich weiß, wie es ist, eine geliebte Person zu verlieren. Doch wir können diese schwerwiegende Missachtung gegenüber den Projektspezifikationen nicht ohne Tadel hinnehmen. Ganz egal, wie viel Verständnis wir für ihren persönlichen Verlust aufbringen, sollten sie diese Spielereien nicht beenden und sämtliche diesbezügliche Änderungen aus Projektprogramm und Dateien löschen, werden wir ihr Arbeitsverhältnis ohne zu zögern aufheben. Danke für Ihr Verständnis und Ihre umgehende Zustimmung in dieser Angelegenheit. Sehr schön. So, Spiel. Lauf doch mal wieder weiter. Hast du das Spiel auch vielleicht auf randlos oder im Fenstermodus? Nö, nö, ich hab's auf Vollbild. Okay, weil da hatte ich das ab und zu mal, dass gefreezed wurde. Ein Spiel ist nicht unbedingt Fallout. Nö, ich spiele eigentlich normalerweise nur im Fenstermodus, wenn es sich nicht anders aufnehmen lassen würde, aber das ist ja hier zum Glück der Fall. Ja, stimmt, stimmt. Ich liebe es, wie die Supermutanten reden. Das ist eigentlich so dumm. So dumm dargestellt, aber ich liebe es einfach. Oh, hi. Unser Glück mit dem Batz. Der stand halt wirklich direkt vor mir. Ja, bei mir auch so. Ich hab's da vorhin mal mit 50 probiert, aber da ging's halt nicht. Ja. Dann mit 60 war es gepunktet. Da krampft hier unten jemand rum oder war das oben? Ah, da unten ist er drinnen. Da unten war er drinnen. Sehr gut. So, hier war ich noch nicht. Schießpulver. Ich habe schon wieder so viel Schießpulver auch. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Ich habe halt so viel. Zwei Dinge, die man gefühlt in den Schubladen oder den Lagerräumen eines Schreibtisches irgendwie hier in dem Spiel immer findet. Entweder Zigaretten oder Alkohol. Ja. Hier war ich ja, glaube ich, auch schon. Ja, genau. Aber ich glaube, ich habe die Aktenschränke noch nicht. Guck mal, eine Zahnbürste durchsucht. Da hat jemand... Alle. Da hat jemand hier geschlafen. Ja, wahrscheinlich. Über Stunden. Oder, was wir nicht hoffen, seine Frau hat ihn verlassen. Oh. Was? Oh, hier war ich noch gar nicht. Ich glaube, dass bei so einem großen Bereich es so gar nicht mehr schaden würde, wenn wir uns da ein bisschen trennen. Ja, genau. Personalterminal, aha. Wir können eine Bewerbung. Ja. Da komme ich fast mal zu dir. Ja, war jetzt nicht so. Also gab es keine Quest oder so? Nee. Ade. Ja, ich glaube, dann würde ich aber langsam mal hier wieder rausgehen. Ja. Ist auch bald wieder vorbei. Würde ich auch sagen. Oh, hier war ich tatsächlich noch nicht. Nein. Oh. Das könnte jetzt übel werden. Brauchst du Hilfe? Nee, geht. Oh. Sonst, wenn du drauf gehst, einfach trinken. Nee, ich hab ihn gleich. Er macht auch keinen Schaden, der Kollege. Ja, das ist gut.
ist noch ein Riesenbereich. Mhm. Ja. Obwohl wir eigentlich unser Ziel, was wir machen wollten, erreicht. Ja, ja, genau. Wie gesagt, hier war noch ein Bossgegner drin. Der war aber auch ganz gut zu erledigen. Ah, hier geht's raus. Auch noch einer. Ja. Ja, ich würde aber sagen, wir verziehen uns mal, sehen uns dann nächstes Mal wieder in Watoga wieder. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.